Bayern immer noch vorn bei den Ansteckungen und bei den Todesfällen. Daher sitzen die meisten IFO-Kollegen weiter im Homeoffice und halten immer noch auf Abstand, auch bei den Pressekonferenzen. Und deshalb sind auch wir jetzt nur online zu sehen. Und wir haben übrigens auch sogar schon Masken produziert mit dem IFO-Logo. Mein Name ist Harald Schulz, ich bin der Pressesprecher des IFO-Instituts. Vielen Dank, dass Sie uns zuschauen auf der Netzseite ifo.de/live und auch anderswo, zum Beispiel via Periscope auf Twitter. Mein besonderer Dank gilt daher heute all jenen, die zum Arbeiten ans IFO-Institut gekommen sind, die die Pressemitteilung verschicken, die diese Übertragung möglich machen, indem sie hinter der Kamera stehen, vor der Kamera stehen und sich um alles kümmern. Die Pressemitteilung müssten Sie um 9 Uhr erhalten haben, mit der Sendesperrfrist 10 Uhr. Auf der IFO-Seite befinden sich seit 10 Uhr die Pressemitteilung und auch sämtliche Ergebnisse der Umfrage. Für Sie aufgeboten haben wir jetzt Dr. Katharina Werner, Dr. Larissa Ziro, die stellvertretende Leiterin des IFO-Zentrums für Bildungsökonomik, und Professor Ludger Wössmann, den Leiter dieses IFO-Zentrums. Zu Ihnen sprechen wird jetzt einige Minuten lang erst Professor Wössmann, dann Dr. Ziro und dann Dr. Werner. Die Präsentationsfolien blenden wir ein in den Livestream. Rechts unten steht die Nummer der jeweiligen Folie, die Sie dann auch wiederfinden im Schnelldienst, der zu den Materialien gehört, die Sie jetzt schon lesen können. Sollten Sie Ton- oder Bildprobleme haben, teilen Sie mir das bitte per Mail mit. Ihre Fragen schicken Sie doch auch bitte per Mail an mich unter schulz@ifo.de. Entschuldigung, ich werde Ihre Fragen dann hier vortragen. Wir haben Zeit bis gegen 11 Uhr. Jetzt ist es 10:02 oder 3. Danach folgen noch Interviews. Bitte sehen Sie uns nach, wenn es irgendwo organisatorisch ruckelt. Ich bin dann an allem schuld gewesen. Ja, Professor Wössmann. Gut, guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wissen alle, worum es geht. Ich gehe gleich in medias res. Kurz einen kleinen Hintergrund, in welchem Rahmen diese Befragung stattgefunden hat. Das war im Rahmen des IFO-Bildungsbarometers, unserer jährlichen Befragung. Es ist aber jetzt eben nicht der Hauptteil des IFO-Bildungsbarometers, der sich in diesem Jahr mit Fragen von Föderalismus, Zentralisierung, Vergleichbarkeit im Bildungssystem auseinandergesetzt hat. Der kommt erst im September. Aber wir haben im Rahmen dessen eben diese Fragen, über die wir heute berichten, zusätzlich eingeklinkt, und über die möchten wir jetzt möglichst schnell berichten. Die Umfrage war als Online-Befragung, lief die im Feld vom 3. Juni bis zum 1. Juli, also über den gesamten Juni, relativ aktuell, und ist durch das Befragungsinstitut Respondi durchgeführt worden. Der Hauptteil, das Gesamte, ist eigentlich eine Bevölkerungsstichprobe, und die ist repräsentativ für die Bevölkerung in Deutschland von 18 bis 69 Jahren. Das wird durch eine Schichtung der Befragung schon sehr gut erreicht. Zusätzlich gewichten wir das dann noch anhand der Daten der amtlichen Statistik, sodass das, was wir hier sehen, dann doch sehr genau den demografischen bekannten Eigenschaften der Bevölkerung entspricht. Wir haben in diesem Jahr sehr viele befragt, über 10.000 Befragte, wobei wir die Dinge, die wir Ihnen hier am Ende berichten werden, jeweils einer Teilgruppe von rund 1.000 Befragten gestellt haben, um ein möglichst breites Spektrum an Fragen stellen zu können. Es ist generell immer so, dass man eben von so einer Stichprobe auf die Gesamtbevölkerung nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verallgemeinern kann. Das wäre in diesem Fall der übliche Konfidenzrahmen, sind so 2 bis 3% bei einer Stichprobengröße von 1.000 Befragten als Hintergrund. Das weit Spannendere jetzt für unsere Themen heute ist, dass wir zusätzlich eben hier eine Elternstichprobe befragt haben. Und zwar haben wir alle Eltern, die Schulkinder haben, aus dieser gesamten Bevölkerungsstichprobe befragt nach der Situation zu Corona, jeweils für ihr jüngstes Schulkind. Das waren dann insgesamt, können wir 1099 Antworten auswerten. Das ist unsere Stichprobe hier. Sie sehen, das ist recht gut verteilt zwischen Grundschülern, Gymnasiasten und Schülerinnen und Schülern an weiterführenden Schularten. Das ist also sozusagen eine Stichprobe, ein Sample hier, was wir in der Umfrageforschung als Convenience Sample bezeichnen würden. Aber aufgrund der Repräsentativität der Gesamtstichprobe soll das eigentlich ein sehr gutes Abbild der Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen in Deutschland darstellen. Ich fange jetzt an, die Ergebnisse
hieraus über die täglichen Aktivitäten der Schulkinder zu berichten. In einem zweiten Block wird dann Frau Dr. Ziro Ihnen über die Situation in den Familien und die Unterstützungsmaßnahmen der Schulen berichten. Das kommt beides aus dieser Elternstichprobe. Und dann im dritten Teil wird Frau Dr. Werner Ihnen etwas über die Meinung der deutschen Bevölkerung zu Bildungsmaßnahmen während Corona sagen. Das ist dann, kommt aus der Gesamtbevölkerungsbefragung. Hier jetzt also der Teil der Eltern. Wir haben den Eltern die Frage gestellt, welche Aktivitäten ihr Kind an einem typischen Werktag während der mehrwöchigen Schulschließungen unternommen hat. Und dann waren einige Kategorien als Aktivitäten vorgegeben. Zusätzlich gab es auch ein offenes Feld, da konnten die dann auch zusätzlich was eintragen. Wir haben dann als zweites die gleiche Frage mit der langen Batterie nochmal für die Zeit vor der Corona-bedingten Schulschließung gestellt, um zu wissen, wie das sozusagen auch im Normalbetrieb aussah. Ich fange jetzt mal an mit den schulischen Aktivitäten. Sie sehen hier, vor Corona haben die Schulkinder im Durchschnitt 7,5 Stunden etwa, knapp 7,5 Stunden, mit schulischen Aktivitäten verbracht. Das waren halt rund 6 Stunden in der Schule und dann 1,5 Stunden zu Hause lernen. Während der Corona-Zeit ist diese Zeit für die schulischen Aktivitäten auf 3,5 Stunden zurückgegangen, ist also etwa auf die Hälfte zurückgegangen. Das sind natürlich jetzt Durchschnittswerte. Was dahinter steht, ist zum Beispiel, dass 38% der Schülerinnen und Schüler höchstens 2 Stunden mit schulischen Aktivitäten sich befasst haben. 74% der Schüler, also 3/4, höchstens 4 Stunden. Zum Vergleich, vor Corona waren das bei 89% der Schülerinnen und Schüler mindestens 5 Stunden. Also es ist schon ein erheblicher Rückgang hier. Wir haben auch gefragt, die Eltern, wie sie selbst die Zeit damit verbracht haben, in dem Sinne sozusagen, wie viel Zeit haben sie gemeinsam mit den Kindern dieses Lernen für die Schule verbracht. Das war vor Corona eine 1/2 Stunde, während Corona eine gute Stunde. Also die Eltern haben sich durchaus merkbar verstärkt engagiert hier. Wir haben auch alle möglichen weiteren Aktivitäten erfragt. Hier zum Beispiel der Bereich Lesen, Musizieren, Bewegung, also alles Aktivitäten, von denen man eigentlich auch ausgeht, dass sie wichtig sind für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Das ist leicht angestiegen auf 3,2 Stunden pro Tag, aber kein besonders starker Anstieg. Was im Gegensatz dazu sehr stark angestiegen ist, sind Tätigkeiten wie Fernsehen und Computer- und Handyspielen, soziale Medien, die schon vor Corona 4 Stunden pro Tag der Kinder eingenommen haben und jetzt während Corona auf um mehr als 1,25 Stunden angestiegen sind auf 5,2 Stunden. Wir sind also jetzt so in einem Bild, dass während Corona die Kinder 1,5 Stunden mehr mit Fernsehen und Computerspielen verbracht haben als mit schulischen Aktivitäten. Ich möchte noch auf 2 Teilgruppen hier eingehen. Mit derselben Fragestellung hier ist es viel diskutiert worden, wie trifft das denn Kinder aus verschiedenen sozialen Schichten unterschiedlich. Wir haben uns zum Beispiel mal angeschaut, Akademikerkinder, das sind jetzt einfach nur die Kinder, deren Antworten das Elternteil einen Hochschulabschluss hat und nicht Akademikerkinder. Und wie Sie hier sehen, ist eigentlich der Rückgang sehr ähnlich. Das heißt, da gibt es keine großen Unterschiede. Bei den Akademikerkindern ist der Rückgang der schulischen Aktivitäten etwa gleich groß wie bei den Nicht-Akademikerkindern. Bei den Aktivitäten wie Lesen, kreative Tätigkeiten ist der Anstieg etwas stärker, aber auch nicht grundlegend anders. Wohingegen der Anstieg Fernsehen, Computer, Spiele auch ähnlich ist, aber auf einem niedrigeren Niveau. Da haben die Akademikerkinder etwa 1 Stunde weniger, aber das war auch schon ähnlich so vor Corona. Wenn wir hier das Bild anschauen, ist es doch sehr ähnlich zwischen den beiden Gruppen. Wo wir deutlichere Unterschiede sehen, ist nach den Schulnoten der Kinder. Also wenn Sie einfach mal schauen, die Mathe- und Deutschnote, die Durchschnittsnote, ob man über der durchschnittlichen Note in der jeweiligen Schulart liegt oder darunter, dann sehen wir hier schon, dass bei den leistungsschwächeren Kindern mit den schlechteren Noten der Rückgang der schulischen Zeit deutlich stärker ausgeprägt ist als bei den leistungsstärkeren Kindern. Bei diesen weiteren Aktivitäten ist sowohl das Niveau als auch der Anstieg geringer. Besonders stark ist bei den leistungsschwächeren Kindern der Anstieg von Fernsehen- und Computerspielen ausgefallen. Das sind insgesamt zusätzlich 1,7 Stunden. Diese Kinder haben jetzt während Corona mehr als 6,25 Stunden pro Tag mit diesen Aktivitäten verbracht. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zu Dr. Ziro. Ich hoffe, mein Mikro funktioniert. Ja, ich zeige nun unsere Ergebnisse zur Einschätzung der Eltern in Bezug auf die Situation
zu Hause und die Unterstützung durch die Schulen. Und ja, wir sehen, dass den Eltern das Problem des Lernrückgangs tatsächlich sehr bewusst ist. Mein Kind hat viel weniger gelernt als sonst während der Schulschließung. Das sagen 64% der befragten Eltern. Und dass ihr Kind viel weniger gelernt hat, das denken besonders oft Nicht-Akademiker-Eltern und Eltern von leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern. Insgesamt sagt eine große Mehrheit der Eltern, dass ihre Familie recht gut mit der Situation der Schulschließung klargekommen ist. Wir sehen aber auch, dass viele, mehr als ein Drittel, denken, dass die Schulschließung für ihr Kind eine große psychische Belastung war. Und sie denken auch, dass für sie selbst die Zeit der Schulschließung eine große psychische Belastung war. Und 28% immerhin geben an, dass sie sich während der Schulschließung mehr gestritten haben als sonst. Wenn es um das Lernumfeld zu Hause geht, also zum Beispiel der Zugang zu einem Computer, mit dem man Online-Unterricht verfolgen kann oder auch Platz zum Arbeiten, dann fällt die Bewertung insgesamt recht gut aus. Also da sagen 70%, dass das Lernumfeld sehr gut oder gut ist. Aber auch hier sehen wir ein paar Unterschiede, wenn wir in die Untergruppen schauen. Besonders Eltern von leistungsschwächeren Schülern bewerten auch das Lernumfeld zu Hause als eher schlechter. Wir haben die Eltern auch gefragt, mit welchen Aktivitäten denn die Lehrerinnen und Lehrer probiert haben, dass die Schüler und Schülerinnen trotz Schulschließung etwas lernen. Und wir sehen hier, dass über die Hälfte der Schülerinnen tatsächlich weniger als einmal pro Woche Online-Unterricht für die gesamte Klasse hatte. Nur 6% der Schülerinnen und Schüler hatten tatsächlich täglich Online-Unterricht mit ihrer Klasse. Noch seltener kam es insgesamt zu individuellen Gesprächen zwischen den Kindern und einer Lehrerin, einem Lehrer. Hier geben sogar 67% der Eltern an, dass es weniger als einmal pro Woche stattfand. Und 45% geben an, dass niemals in der Zeit der Schulschließung es zu einem individuellen Kontakt zwischen Lehrkraft und Kind kam. Und diese Zahlen sind nochmals etwas schlechter für Kinder von Nicht-Akademiker-Eltern und leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern. Da kam es noch seltener zu Online-Unterricht und seltener zu individuellen Gesprächen. Häufiger fand Lernen über Lernvideos statt und Lernsoftware und Lernprogramme wurden auch angeboten. Am allerhäufigsten war die Aktivität seitens der Lehrerinnen und Lehrer, aber das Bereitstellen von Aufgabenblättern, die die Schüler dann zu Hause bearbeiten sollten. Also fast 96% haben mindestens einmal pro Woche Aufgabenblätter bekommen, die sie bearbeiten sollten. Und 80% immerhin mussten dann einmal pro Woche mindestens die bearbeiteten Aufgaben auch einreichen. Zu Feedback kam es tatsächlich dann aber nur noch für knapp über die Hälfte der Schüler. Die haben dann auch Feedback bekommen zu den Aufgaben, die sie gelöst haben. Hier sehen wir, dass es immerhin 17% an Schülerinnen und Schülern gab, die nie irgendeine Rückmeldung zu ihren bearbeiteten Aufgaben bekommen haben. Und die Rückmeldungen waren noch weniger häufig dann in dem Fall von Kindern von Nicht-Akademiker-Eltern und auch bei leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern kam eine Rückmeldung besonders selten vor. Vielen Dank, Frau Dr. Ziro. Jetzt kommt Dr. Werner. Ja, damit kommen wir zu den Ergebnissen der Bevölkerungsumfrage, also den Meinungen aller 18- bis 69-Jährigen. Und hier ging es uns vor allem darum, einen Überblick zu gewinnen, welche Maßnahmen von der Mehrheit der Bevölkerung unterstützt werden. Also nicht unbedingt, was aus wissenschaftlicher Sicht vielleicht sinnvoll oder wünschenswert wäre, sondern was mehrheitsfähig ist. Zunächst schauen wir uns an, welche Erwartungen an die Schulen und die Lehrkräfte da sind.
Hier sehen wir, dass 78% dafür sind, dass Lehrkräfte angewiesen werden, täglich Kontakt zu ihren Schülerinnen und Schülern aufzunehmen, wenn die Schulen geschlossen sind. Zusätzlich sind 79% der Meinung, dass Schulen verpflichtet werden sollten, Online-Unterricht durchzuführen, wenn die Schule länger als eine Woche ausfällt. Zwei wichtige Voraussetzungen für erfolgreichen Online-Unterricht sind die fachliche Kompetenz und die technische Ausstattung. Hier sehen wir eine sehr große Zustimmung von 87%, dass Lehrkräfte verpflichtend sich fortbilden, um Online-Unterricht durchzuführen. Und bei der technischen Ausstattung sehen wir allerdings, dass nur 51% der Meinung sind, dass der Staat alle Schülerinnen und Schüler mit Laptops ausstatten sollte. Hier ist ein Drittel tatsächlich sogar dagegen. Allerdings, wenn wir uns Schülerinnen und Schüler anschauen, deren Familien sich die technische Ausstattung nicht leisten können, sehen wir, dass eine sehr große Mehrheit von 81% dafür ist, dass hier in diesen Fällen vom Staat Laptops zur Verfügung gestellt werden, selbst wenn diese aus Steuermitteln finanziert werden müssen. Insgesamt sehen wir also eine große Zustimmung zur Durchführung von qualitativ hochwertigem Online-Unterricht, wenn Schulschließungen nötig sind. Als nächstes hat es uns interessiert, ob nach Meinung der Bevölkerung bestimmte Gruppen priorisiert werden sollten. Und in der Tat sehen wir, dass 83% der Befragten der Meinung sind, dass sich die Lehrkräfte in Zeiten von Schulschließungen besonders intensiv um Kinder aus schwierigen sozialen Verhältnissen zum Beispiel kümmern sollten. Zum Beispiel durch eine häufigere Kontaktaufnahme. Ein ähnliches Bild sehen wir für Kinder von Alleinerziehenden oder zum Beispiel auch Kinder, deren Eltern keine Möglichkeit haben, von zu Hause aus, also im Homeoffice, zu arbeiten. Also hier der klare Auftrag, dass sich Lehrkräfte eben in Zeiten von Schulschließungen ein besonderes Augenmerk auf Kinder aus benachteiligten Gruppen legen sollten. Aber auch wenn die Schulen öffnen, sind viele Fragen unbeantwortet. Und so haben wir uns auch die Meinungen angeschaut zu Maßnahmen, die bei Wiederöffnung der Schulen dem Infektionsschutz dienen können. So sehen wir zum Beispiel zum Thema der Schutzmasken, das ja aktuell intensiv diskutiert wird, dass 59% sich dafür aussprechen, dass es eine Schutzmaskenpflicht für alle Schülerinnen und Schüler gibt, wenn die Schulen wieder öffnen. Ähnlich sind 58% dafür, dass es regelmäßige Corona-Tests für alle Schülerinnen und Schüler geben soll. Dass man vor Betreten der Schule Fieber misst, unterstützen auch 55%. Im Gegensatz dazu ist nur ein Drittel dafür, dass Handy-Tracking verwendet wird. Hier ist tatsächlich eine Mehrheit gegen diese Maßnahme. Eine Schutzmaskenpflicht für die Lehrkräfte ist hingegen wieder von 62% positiv gesehen. Zuletzt haben wir die Befragten gebeten, der Bildungspolitik für ihren Umgang mit der Corona-Krise eine Schulnote zu vergeben. Hier sehen wir, dass in Bezug auf alle Schülerinnen und Schüler ein knappes Viertel die Note sehr gut oder gut vergibt. In Bezug auf Schülerinnen und Schüler aus schwierigen sozialen Verhältnissen allerdings über die Hälfte, die Mehrheit von 52%, nur die Note 4 oder schlechter. Man kann also sagen, dass insgesamt im Politikfeld der Bildung, anders als vielleicht in manch anderem Politikbereich, die Bevölkerung der Politik für ihren Umgang mit der Corona-Krise ein eher schlechtes Zeugnis ausstellt. Damit möchten wir jetzt die Präsentation dieser Auswahl unserer Ergebnisse beenden. Sie finden viele weitere Themen in der veröffentlichten Studie. Ich übergebe zurück an Herrn Schulz. Wir freuen uns auf Ihre Fragen. Vielen Dank, Frau Dr. Werner. Wir haben nun Zeit, bis gegen etwa 11 Uhr Ihre Fragen in Empfang zu nehmen. Diese Sätze kommen ja mit etwa 30 Sekunden Verzögerung bei Ihnen an. Also Sie dürfen ab jetzt Fragen stellen. Und 4 liegen uns schon vor. Eine stammt von Anna Mertens, die arbeitet in Berlin für die katholische Nachrichtenagentur. Die 7,4 Stunden sind ein Schätzwert der Eltern während der Zeit der Corona-Einschränkungen. Gibt es hierfür eigentlich Vergleichsdaten, die vor Corona erhoben wurden? Und könnte es sein, dass die Eltern die reguläre Zeit für Schule und Schulaufgaben überschätzen? Das sind eigentlich zwei Fragen.
Ja, das geht vermutlich an mich, so in meinem Teil, dann gehe ich da mal drauf ein. Es ist in der Tat so, die Eltern geben das jetzt an, rückblickend, während Corona, wie das halt davor war. Und genau dieselbe Frage ist leider jetzt nicht in der Befragung zum Beispiel im Januar gelaufen. Das wäre natürlich besonders schön, da könnte man das so vergleichen. Aber da wusste man ja noch nicht, dass dann Corona kommt, sodass man das hätte vorbereiten können. Insofern sind das schon retrospektive Schätzwerte. Aber in diesem Fall sind wir uns relativ sicher, dass das schon ganz gut passt, weil es ist ja auch so, dass diese Zahlen sehr genau zum Beispiel den Stundentafeln in den Schulen entsprechen. Da hat man ja Vergleichswerte. Und wenn die jetzt sagen, 6 Stunden haben sie in der Schule verbracht, dann entspricht das schon sehr gut dem, was wir daraus wissen. Und nochmal 1,5 Stunden zu Hause. Es ist bei all diesen Fragen eine gewisse Möglichkeit, dass Eltern sich da ein bisschen verschätzen und das auch zu positiv sehen in der Vergangenheit. Aber ich sehe das in diesem Fall, also wird das nicht wesentlich ins Gewicht fallen, da das ist schwer vorstellbar. Okay, dann gibt es noch eine Frage von Frau Mertens. Die Erhebung mit den Eltern ist nicht repräsentativ. Oder wie stellt sich das dar? Das sind 1099 zufällig aus der Umfrage ausgewählte Eltern, oder? Es ist sozusagen keine repräsentative Stichprobe der Eltern, die so gezogen wurde. Das ist korrekt. Es ist halt in dem Sinne wir haben eine repräsentative Stichprobe der Gesamtbevölkerung und befragen dann in dieser repräsentativen Stichprobe der Gesamtbevölkerung alle Eltern von Schulkindern. Insofern, wir nennen das ein Convenience Sample, das heißt, es ist eben nicht direkt daraufhin vorbereitet und so gezogen. Aber es ist ja eben so, dass wir wissen, und das können wir uns auch sehr schön anschauen, dass die Gesamtstichprobe, die wir haben, wirklich nahezu perfekt die beobachtbaren Merkmale, Alter, Geschlecht, Region, vieles mehr, der Gesamtbevölkerung widerspiegelt. Und insofern können wir uns auch relativ sicher sein, dass auch diese Elternstichprobe nicht wesentlich von dem gesamten Bild der Schulkinder abweichen wird. Insofern sind wir uns auch da relativ sicher. Da ist natürlich eine gewisse Ungenauigkeit drin, aber dass die nicht sehr groß sind. Das ist vielleicht ein bisschen anderer Aspekt, den man sich bewusst machen muss. Wir haben immer nach dem jüngsten Schulkind gefragt, weil wir gerade auch da ein gutes Bild haben wollten. Und insofern ist die Stichprobe wahrscheinlich ein bisschen jünger in Bezug auf die Schülerinnen und Schüler, als eine repräsentative Stichprobe von Schulkindern wäre. Okay, hier kommt eine Frage, wie man Fragen stellt. Ganz einfach, hatte ich vorhin in der Intro gesagt. Sie schicken eine Mail an Schulz mit tz@ifo.de und das trifft hier auf meinem Handy ein und das lese ich dann vor. 2 weitere habe ich jetzt noch, und zwar Jan Hofer, der arbeitet für den Westdeutschen Rundfunk, die Aktuelle Stunde in Köln. Viel weniger Lernzeit, was bedeutet das denn eigentlich für die Kinder? Ja, das heißt halt insgesamt, was wir nicht erheben können, ist jetzt eben, was die Kinder da wirklich gelernt haben. Wir können jetzt keine Lernstandserhebung machen, Kompetenztest, das wäre sehr wichtig im Moment, ist aber auch aufgrund von fehlendem Feldzugang generell nicht möglich. Wir können also sozusagen nur spekulieren, dass es eben wahrscheinlich bedeutet, wenn die Lernzeit so stark zurückgegangen ist und dann zusätzlich noch es so ist, dass es kaum Videounterricht gab, kaum individuelle Gespräche, die Kinder sich eigentlich alles selber erarbeiten müssen mit den bereitgestellten Aufgabenblättern, dass hier in der Tat viel an Lernen ausgefallen ist. Das hat natürlich für die kindliche Entwicklung generell eine Bedeutung, das hat eine Bedeutung für die kognitive Entwicklung dieser Kinder. Wenn wir jetzt als Volkswirte das zusätzlich auch noch betrachten wollen aus wirtschaftlicher Sicht, ist es zum Beispiel so, dass es eine sehr breite Forschung gibt, die sagt, wenn insgesamt das Lernen von, ich sag mal, rund einem Drittel Schuljahr komplett ausgefallen wäre, dann würde das für die Betroffenen im Durchschnitt langfristig in der Tat Einkommenseinbußen in der Größenordnung von 3-4% pro Jahr ausmachen. Das heißt, insgesamt sind schon die Kinder, die jetzt hier deutlich weniger gelernt haben, und wir haben gesehen, in welchen Fällen das besonders der Fall ist, müssen wir schon damit rechnen, dass da auch zum Beispiel für die Arbeitsmarktchancen in der Zukunft große Folgekosten vor uns stehen. Okay, 2. Frage von Herrn Hofer vom WDR. Haben Sie eine politische Forderung? Also auf was läuft das hinaus an die vermutlich Kultusminister der Länder? Ja, ich glaube, die 2 wichtigsten Schlussfolgerungen, die man hieraus ziehen sollte, sind ganz offensichtlich. Das erste ist, man sollte versuchen, die Schulen so weit und so lange es geht, für den Regelbetrieb jetzt offen zu machen und offen zu halten. Das geht natürlich nur unter den entsprechenden Schutzmaßnahmen, das ist sehr wichtig. Und die Hoffnung ist dann eben, dass, wenn es wieder zu lokalen Infektionsgeschehen kommt, zum Beispiel, dass man dann auch einzelne Gruppen vor allem zunächst mal wieder aus dem Unterricht rausnehmen kann,
quarantinisieren kann, wie zum Beispiel so Gruppenverbände wie einzelne Schulklassen, ohne dass jetzt in der ganzen Schule oder der ganzen Region zunächst geschlossen werden muss. Ich glaube, wir sehen hieraus, dass sozusagen es wirklich zu Lernen und auch zu der sozialen Interaktion für die Kinder nur dann kommt, wenn sie wirklich in der Schule sind. Der zweite Punkt ist dann, wenn es unvermeidbar ist, dass Schulen eben zumindest in lokaler Art geschlossen werden müssen, dass wir dann die Schulen es jetzt schaffen, möglichst direkt auf Online-Unterricht umzustellen. Dass sie eben nicht, wie zum Großteil, wie wir gesehen haben, geschehen, die Kinder jetzt dann sich selbst überlassen, sondern dass eben zumindest dann auch die Lehrer auftreten, das sind die Pädagogen, das sind genau die, die Sachen vermitteln können. Wir haben gesehen, die Lernausfälle sind besonders stark bei den lernschwachen Kindern. Für die wird es besonders schwer sein, einfach ein Aufgabenblatt zu bekommen und dann das zu lesen und zu verstehen. Da brauchen wir eben die Lehrer, die das erklären. Und das kann man zum ganzen Stück sicherlich auch online machen. Wir sehen, es gibt Schulen, wo das läuft, aber im Großteil der Schulen ist das bis jetzt nicht gewesen. Darum glaube ich, hier braucht es auch klare Vorgaben von der Schulpolitik, was jetzt von den Schulen erwartet wird, dass eben umgehend dann auf Online-Unterricht umgestellt wird und auch umgehend gefordert wird, dass die Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Schülerinnen und Schülern täglich im Kontakt bleiben. Okay, vielen Dank. Hier kommt eine Frage von Natascha Gottlieb, die arbeitet für die Bild-Zeitung hier in München. Gibt es eine Aufschlüsselung der Kinder eigentlich in Jungs und Mädchen, also beziehungsweise der Eltern, der Kinder? Ja, selbstverständlich. Und das ist auch ganz spannend. Ich habe das jetzt hier nicht extra betont. Ich suche mir mal schnell die Zahlen hervor. Es ist interessanterweise so, dass in der Zeit vor Corona es so gut wie überhaupt keine Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen gibt. In all diesen Aktivitäten, von denen ich gerade berichtet habe, das Einzige, was einen Unterschied gab, ist die eine Unterkategorie aus dem Computer, Fernsehen, Handy, die eine Unterkategorie der Computerspiele. Da haben die Mädchen auch vor Corona etwa eine halbe Stunde weniger mit verbracht. Während Corona nun ist es eben tatsächlich so, dass die Mädchen deutlich mehr für die schulischen Aktivitäten gemacht haben, nämlich 3 Stunden im Vergleich zu den Jungen, wo es 2,5 Stunden sind. Also bei den Jungen ist besonders stark die Lernzeit zurückgegangen. Die Mädchen haben dafür ein bisschen mehr eben mit diesen Lesen und kreativen Gestalten verbracht und haben auch weiterhin ein bisschen mehr mit sozialen Medien verbracht. Das sind sozusagen diese sozialen Medien, sind sogar bei den Mädchen stärker als bei den Jungs. Dafür aber eben jetzt während Corona eine ganze Stunde weniger mit Spielen an Computer, Handy und Spielkonsolen. Das war bei den Mädchen 1 Stunde im Durchschnitt der Fall, bei den Jungs 2 Stunden. Ah ja, okay. Aber das Lernen selber, da hat sich nicht unterschieden, die Zahlen. Doch, das hatte ich gerade gesagt. Ach so, das waren bei den Mädchen 3 Stunden während Corona, ja. Bei den Jungs 2,5. Ah ja, okay. Christoph Trost, Deutsche Presseagentur in München. Bei der Frage, ob eine Schutzmaskenpflicht für alle Schüler befürwortet wird, wurde nicht unterschieden zwischen einer Maskenpflicht auch im Unterricht oder nur auf dem Schulgelände mit Ausnahme des Unterrichts oder doch? Nein, das wurde nicht unterschieden. Wir müssen natürlich wissen, wir waren mit diesen ganzen Fragen im Feld im Juni. Das heißt, eben lang davor mussten wir diesen Fragebogen beenden. Dann geht er erstmal in etliche Testphasen, bevor das dann ins Feld geht. Zu der Zeit haben wir diese Fragen noch nicht so im Detail und so intensiv diskutiert, wie wir das jetzt gerade aktuell machen. Darum haben wir darauf leider keine konkrete Antwort. Das ist schon allgemein gefragt worden, wie Sie als erstes angedeutet haben. Und wie die Bevölkerung das noch genauer sieht, das können wir mit der Frage jetzt nicht beantworten. Okay, vielen Dank. Jetzt gibt es eine Frage von Andrea Dernbach vom Tagesspiegel in Berlin. Habe ich es richtig verstanden, dass Lehrerinnen oder LehrerInnen sich besonders wenig um Nicht-Akademiker-Kinder und Leistungsschwache kümmerten? Und wie bewertet das Dr. Ziro? Jetzt müssen wir mal gucken, ob das Mikro an ist. Aufschlüsseln nach Nicht-Akademiker-Kinder-Akademiker-Kindern sehen wir, dass es seltener zu Rückmeldungen kam zu den bearbeiteten Aufgabenblättern zum Beispiel und seltener auch dazu kam, dass es individuellen Kontakt gab mit der Lehrkraft. Vielleicht können wir schnell das Schaubild einblenden. Das wäre die Abbildung 10. Dann kannst du da vielleicht auf die Zahlen noch einblenden. Abbildung 10, wenn wir die noch reinschneiden könnten. Sind wir? Ja. Also es ist so, dass wir hier sehen, die individuellen Gespräche bei den Nicht-Akademiker-Kindern war es so, dass 49% nie
individuelle Gespräche tatsächlich hatten und auch 49% nie gemeinsam Unterricht für die ganze Klasse. Und wenn wir in die untersten Zeilen hier schauen, wo es um die Rückmeldung geht, dann sehen wir, dass es bei 19% der Nicht-Akademiker-Kinder niemals zu irgendwelchem Feedback kam und bei Akademiker-Kindern kam das nur in 10% der Fällen vor. Okay, vielen Dank. Dann jetzt eine Frage von Axinja Weihrauch vom Bayerischen Rundfunk. Mich interessieren die Unterschiede, wie viel direkter Kontakt /Online-Unterricht zwischen Kindern und Lehrern stattfand. Können Sie Unterschiede zwischen verschiedenen Schularten erkennen? Ist das auch Frau Zio, die, ja oder? Okay. Ja, da haben wir hier keine extra Aufschlüsselung in den Schaubildern. Wir haben es uns schon auch angeschaut. Es gibt da keine wirklich sehr gravierenden Unterschiede. In den Grundschulen kommt es, wenn ich mich richtig erinnere, häufiger mal zu individuellem Kontakt, aber ja, so sieht es aus. Und bei der Frage davor ist mir gerade eingefallen, die Einschätzung sollte ja noch kommen. Ja. Also ich denke, dass vor allem bei den Nicht-Akademiker-Kindern und wir sehen es aber ja auch vor allem bei den leistungsschwächeren Schülern und Schülerinnen, dass da der Kontakt wirklich seltener war und wie Professor Wössmann auch gesagt hat, wahrscheinlich fällt es vor allem diesen Kindern schwer, einfach mit den Aufgabenblättern klarzukommen und sich das selbst zu erschlüsseln, worum es eigentlich geht. Und gerade da wäre halt die Unterstützung wichtig, damit dann auch Lernen erfolgreich stattfinden kann und man nicht nur die Stunde, die man vielleicht mit Lernen verbringt, dann mit Nichtverstehen davor sitzt. Hm. Genau. Gut, dann kommt eine Frage von Fatima Krumm, Redakteurin für Politik und Gesellschaft beim Berliner Verlag. Ich vermute, dass das die Berliner Zeitung ist. Wie haben Sie erfasst, welche Kinder zu den Leistungsschwächeren gehören? Herr Wössmann, ja, Frau Werner? Das kann ich gerne beantworten. Funktioniert das Mikro? Und zwar haben wir von den Eltern eben Informationen darüber, welche Noten die Kinder generell in der Schule haben. Und das haben wir gefragt für die Hauptkernfächer, also für Mathe und für Deutsch. Und mit dieser Angabe können wir eben eine Durchschnittsnote bilden. Das bezieht sich also nur auf diese Mathe- und Deutschnote. Da sind jetzt halt keine komplexeren Informationen mit eingeflossen. Und wir schauen uns dann eben an, was der durchschnittliche, also der Medianschüler in jedem von diesen drei Schultypen, also Grundschule, andere weiterführende Schule oder Gymnasium, normalerweise eben für eine Durchschnittsnote hat. Und schauen uns dann eben an die Kinder, die hier auf dem Median oder darüber liegen. Die bezeichnen wir jetzt in dieser Studie als leistungsstark. Und dann eben die Kinder, die darunter liegen, was dann die Leistungsschwächeren wären. Okay, und dann gibt es noch eine zweite Frage von Fatima Krumm. Fand die Umfrage für die Eltern auch in anderen Sprachen statt? Das ist komplett nur auf Deutsch stattgefunden, insofern, und das ist auch das Übliche an diesen Online-Access-Panels, insofern wird es sicherlich auch so sein, dass wir sozusagen für in dem Bereich der Familien mit Migrationshintergrund, die keinen großen Deutschsprachgebrauch haben, sicherlich nicht repräsentativ sein werden, unterrepräsentiert sein werden. Gut, dann eine Frage von Johannes Kuhn vom Deutschlandfunk. Inwiefern sich aus den Ergebnissen der Befragung Erwartungen ableiten, wie sich das Gefälle zwischen den lernschwachen Schülern und dem Rest entwickeln wird? Lernschwäche, wollen Sie das? Oder? Ja, ist natürlich, ich glaube, wir müssen jetzt davon ausgehen, dass wenn die deutlich weniger Zeit mit Schule verbracht haben, wenn wir gleichzeitig noch sehen, wie Frau Ziro gerade gesagt hat, dass es seltener tatsächlich Online-Unterricht gab, seltener individuelle Gespräche, dass bei den Kindern, die den Lernschwächeren, der Lernrückstand nochmal deutlich stärker ausfällt als bei den Lernstärkeren, die mehr Zeit verbracht haben und vermutlich denen es auch leichter fällt, sich Inhalte selbst zu erarbeiten, sodass ich fürchte, dass sozusagen in der Dimension die Schere auseinandergeht. Und das hieße natürlich, dass es besonders wichtig ist, dass wir jetzt möglichst schnell zusätzliche Förderung haben, gerade für die leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler und dass eben, wenn wir jetzt den Stoff nachholen, auch ganz besonders uns auf die Grundlagen in den jeweiligen Fächern konzentrieren, damit die jetzt wieder gelegt sind, die halt ausgefallen sind, damit die Kinder sozusagen dann die Basis haben, um das, die nächsten Schritte wieder machen zu können. Vielleicht kann ich dazu noch kurz ergänzen. Ja. Was man jetzt bedenken muss bei unserer Umfrage ist, dass wir ja hauptsächlich uns jetzt auf die Zeiten konzentriert haben.
Was wir nicht mit abbilden können, ist, welche Inhalte die Kinder in dieser Zeit wirklich machen. Also zum Beispiel, was wird im Fernsehen angeschaut? Welche Online-Medien werden genutzt? Und wenn es hier eben auch nochmal Unterschiede gibt in verschiedenen Gruppen, befürchten wir eben, dass unsere Zahlen quasi nur der obere Rand sind und dass eben innerhalb dieser Kategorie noch viele weitere Unterschiede in Wahrheit auftreten können. Okay, vielen Dank. Ich habe jetzt noch zwei Fragen vorliegen. Also wer jetzt noch stellen möchte, bitte weiter, weil wir haben noch etwa 25 Minuten, wenn Sie das wollen. Hier eine Frage von Lisa Ecke, Redakteurin Sozialpolitik ND der Tag. Ich vermute, dass das Neue Deutschland ist. Welche Kriterien haben Sie herangezogen, um die Kinder aus schwierigen sozialen Verhältnissen zu bestimmen? Welche besonderen Auswirkungen haben diese durch das Homeschooling? Das ist ja schon fast beantwortet. Wir hatten diesen Unterschied der leistungsstarken, leistungsschwachen Schüler, hat der Frau Werner gerade genauer dargestellt. Wir hatten uns ja auch angeschaut, die Akademikerkinder versus Nicht-Akademikerkinder. Da haben wir es ganz einfach gemacht. Da haben wir sozusagen einfach geschaut, ob das Elternteil was antwortet. Für die Elternteile, die antworten, wissen wir auch deren Bildungshintergrund. Und wir haben jetzt die rausgenommen, wo dieses Elternteil eben einen Hochschulabschluss haben. Und deren Kinder nennen wir jetzt einfach Akademikerkinder. Das sind etwa 27% in der Stichprobe. Wie viel und sind das? 27%. 27. Und die anderen, die 73%, das sind sozusagen die Nicht-Akademiker-Kinder hier. Das ist die eine Dimension. Wir haben uns zum Beispiel auch angeschaut, wir haben in der Befragung auch Informationen über das Haushaltseinkommen, sodass wir die Stichprobe aufteilen können nach Kindern sozusagen in der oberen und unteren Hälfte der Einkommensverteilung der Haushalte. Und es ist auch erstaunlich, dass es auch hier keine großen Unterschiede in dem Rückgang der verschiedenen Dinge geht. Es ist sogar eher so, dass die Kinder aus den einkommensstärkeren Haushalten vor Corona noch mehr für die Schule gemacht haben. Es danach gerade die einkommensschwächeren Kinder sogar einen kleineren, ein bisschen größeren Anteil in der Notbetreuung verbracht haben, sodass das sich sogar fast umgedreht hat, dass wenn überhaupt sogar der Rückgang in der Lernzeit bei den einkommensstärkeren Haushalten stärker ausgeprägt ist. Also das, was eigentlich viele befürchtet hätten zuvor, dass das sozusagen nach dem Bildungshintergrund der Familien oder dem Einkommenshintergrund der Familien sich sehr stark unterscheiden würde, der Rückgang in der Lernzeit, können wir nicht sehen. Wie schon gesagt wurde, was wir halt nicht beobachten können, ist, wie intensiv das war und was in der Zeit wirklich gelernt wurde. Dankeschön. Hier gibt es eine Frage von Gerd Decker aus München vom IPD-Pressedienst. Gibt es eigentlich Untersuchungen zur Effektivität von dieser Art von Lernen und Unterschiede in den verschiedenen Lernfächern und eventuellen Gestaltungsformen? Ah, jetzt wird es schwierig, ja, oder? Das wird wirklich sehr schwer. Man weiß da aktuell wirklich an Studien gar nichts drüber. Es ist halt so, dass zum Teil verständlicherweise die Kultusministerien jetzt komplett in dieser Zeit der Forschung auch den Feldzugang in die Schulen zum Beispiel verwehrt haben. Das heißt, man kann in der Zeit sozusagen gar nicht dahin gehen und das untersuchen. Man müsste in einzelne Familien gehen. Das ist natürlich sehr, sehr schwer. Man kennt aus früheren Studien auch nicht so viel darüber, um ehrlich zu sein. Man weiß etwas mehr darüber, sozusagen wie effektiv das Lernen im Schulunterricht ist im Vergleich dazu, wenn im Schulunterricht sehr viel Online-Medien, digitale Medien eingesetzt werden. Und da gibt es erstaunlich wenige Effekte. Sozusagen ist es jetzt nicht so, dass Schüler innerhalb der Schule deutlich mehr lernen, wenn digitale Medien eingesetzt werden. Das kommt dann auf den genauen Verwendungsbereich an. Aber was das wirklich bedeutet, wenn wir jetzt ins Homeschooling gehen, da gibt es mehr Vermutungen und kaum belastbare Daten bisher drüber. Habe ich das richtig verstanden? Die Kultusministerien haben das nicht erlaubt, Feldforschung zu? Es ist natürlich generell für die Forschung recht schwer, in den Schulen Forschung zu machen, gerade weil die Schulen nicht zusätzlich durch solche Dinge belastet werden sollten. Das wäre natürlich wünschenswert, wenn das ein bisschen stärker ginge. Jetzt in dieser Corona-Zeit, als die Schulen geschlossen waren, ist das selbstverständlich, dass das sozusagen nicht ging. Aber auch danach hat man jetzt natürlich gesagt, wir haben so viele andere Probleme, da wird irgendwie, sind Studien eben nicht gemacht worden oder konnten nicht gemacht werden, die jetzt in die Schulen gegangen wären. Würden Sie so weit gehen, dass das eine Art von Zusammenbruch des Schulsystems ist? Oder? Nee, das würde ich jetzt so nicht sagen. Es ist ja jetzt eben die große Frage, wie wir jetzt wieder starten. In der Zeit haben wir gesehen, während der Schulschließung ist es tatsächlich so, dass sehr wenig Beschulung stattgefunden hat. Da kann man schon sehr weit gehen. Es hat dann die Teilöffnungen gegeben. Das war natürlich auch in vielerlei Hinsicht ein gewisser Notbetrieb.
Ziel muss es jetzt sein, dass das jetzt eben nach den Sommerferien wir anders starten und besser vorbereitet starten, als das in dieser Corona-Phase bisher der Fall war. Ich wiederhole nochmal, Sie können Fragen stellen, indem Sie sie an schulz@ifo.de schreiben. Eine habe ich noch, es ist 10.40 Uhr, wir hätten noch 20 Minuten für Ihre Fragen, wenn Sie das möchten. Ich mache vielleicht noch eine Ergänzung zum Homeschooling und wie erfolgreich das sein kann. Also ich glaube, was man schon weiß aus der Lernforschung auch, dass Feedback geben sehr wichtig ist, um zu lernen, und dass auch jemand, der gut erklären kann, sehr wichtig ist. Und gut erklären können besonders gut Lehrerinnen und Lehrer. Also ich denke, und wenn wir sehen, das hat nicht so oft stattgefunden, dass das schon zeigt, also wahrscheinlich hat da was gefehlt. Und das können Eltern, auch egal ob sie Akademiker oder Nicht-Akademiker sind, niemals so gut kompensieren. Okay. Gut, dann kommt die Frage von Daniel Schmidhäusler, der ist Reporter beim Bayerischen Rundfunk, aber in Berlin im Hauptstadtstudio. Und das sind sogar zwei Fragen. Erstens, ist es überhaupt möglich, Schulunterricht adäquat mit Homeschooling zu ersetzen? Und wenn ja, wie? Das ist auch so eine 64.000-Dollar-Frage. Wir haben ja gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, das hat ja nicht viel damit zu tun. Ich denke, dass die Einschätzung, also das können wir natürlich jetzt aus der Erhebung nicht ableiten, aber die Einschätzung der meisten Bildungswissenschaftler zurzeit ist, dass das nicht komplett kompensiert werden kann. Man kann das sozusagen nicht in gleicher Form Wissen vermitteln, motivieren und alles Weitere, wenn man im Klassenzimmer sitzt, im Vergleich dann dazu, wenn man ins Homeschooling geht. Und gleichzeitig ist, glaube ich, aber schon auch das Verständnis dafür gestiegen, dass es eben einen Riesenunterschied macht, ob die Kinder dann allein gelassen werden zu Hause und Aufgabenblätter machen oder ob es zum Beispiel täglich mehrmals Online-Unterricht gibt, wo die Lehrkräfte auch die Inhalte vermitteln und man dann so sagt, danach geht ihr jetzt mal in die Eigenarbeit und macht die Aufgaben und nach Möglichkeit gibt es danach dann Feedback von den Lehrern, wie gut das geklappt hat. Man kann das kombinieren mit interaktiven, intelligenteren Tutorsystem, Softwareprogramm, die dann eben tatsächlich auch direkt merken, woran scheitern die einzelnen Schülerinnen und Schüler bei bestimmten Aufgaben und woran nicht. Und dann ist es viel leichter für den Lehrer dann zu sehen, wo sind die Probleme und da können wir nochmal nachlegen. Ich glaube, wenn wir in solche Systeme reinkommen, die dann ein bisschen intelligenter sind als sozusagen nur sprödes online vermitteln, dann kann man durchaus auch relativ nah an die Realität im Klassenzimmer reinkommen. Ganz ausgleichen wird das sicherlich nicht. Aber wenn wir jetzt sehen, wie die Zahlen bisher sind, ist, glaube ich, die Grundforderung, wenn überhaupt nur schon mal Unterricht per irgendeinem Videokonferenzsystem geschehen würde, wäre es ein großer Fortschritt zu dem, was wir bisher gehabt haben. Okay, und dieses wäre jetzt dann die letzte Frage, wenn Sie nicht noch eine stellen wollen. Jetzt schnell, dieses erreicht Sie ja in 30 Sekunden, also wir warten da noch einen kleinen Moment. Die letzte Frage von Daniel Schmidhäusler vom Bayerischen Rundfunk aus Berlin. Online-Unterricht per Videokonferenz ist ja eigentlich klassischer Frontalunterricht, also das, was wir jetzt hier auch machen. Ja? Inwiefern ist Online-Unterricht pädagogisch gesehen denn ein Rückschritt? Das ist eine große Frage. Es gibt viel Forschung dazu, eigentlich wie effektiv verschiedene Formen von Unterricht sind, jetzt im klassischen Klassenzimmerverband zwischen Frontalunterricht und Gruppenarbeit und ähnlichen Dingen. Es ist ganz interessant, dass die Effektivität des Frontalunterrichts, wenn er gut gekoppelt ist mit anderen Elementen, wesentlich besser ist, als er manchmal sozusagen verpönt zu sein scheint. Es kommt auf einen guten Mix an aus den verschiedenen Elementen. Weder nur das eine noch nur das andere ist da am besten. Da ist natürlich jetzt die Gefahr, wenn das jetzt nur dazu käme, dass wir rein Frontalunterricht bekämen, wäre das sicherlich ein Stück weit ein Rückschritt. Das wäre aber natürlich zunächst mal gekoppelt mit den Aufgaben, die Kinder dann alleine zu Hause bearbeiten. Das haben wir schon mal einen gewissen Mix. Ich glaube, noch wichtiger und interessanter wäre dann eben zu gucken, ob wir nicht sogar auch im Online-Unterricht zu Gruppenarbeit zum Beispiel kommen könnten. Das ist natürlich schon ein bisschen höhere Form, aber man hat jetzt sehr gute Erfahrungen da gemacht, zum Beispiel in Dänemark. Dänemark ist ein Land, was vor mehreren Jahren schon sehr stark in eine Online-Beschulung übergegangen ist. Da haben alle Kinder ein Tablet bekommen. Alle Lehrkräfte sind da entsprechend fortgebildet worden. Das heißt, 100% der Lehrkräfte nutzen das, haben das vor Corona genutzt. Und die konnten sozusagen, für die war jetzt der Schul-Shutdown einfach nur eine Fortführung ihres Unterrichts zu Hause. Und da gab es auch vorher schon, gibt es dann jetzt auch nachmittags dann eben mit diesen Videokonferenzsystemen
Gruppenunterricht, Gruppenarbeiten zwischen verschiedenen Schülerinnen und Schülern. Das kann man alles machen, wenn man entsprechend Vorbereitung hat. Und da ist uns jetzt natürlich das, was wir seit langer Zeit wissen in Deutschland, dass wir mit der Digitalisierung im Bildungssystem sehr weit hinten stehen im internationalen Vergleich, ist uns natürlich jetzt vehement auf die Füße gefallen. Okay, das heißt, lernt von Dänemark, nicht mehr lernt von Datschai. Gregor Mainz, Rheinische Post aus Berlin, hat doch noch eine Frage gestellt. Und zwar folgende: Wie ist es zu erklären, dass so viele Schüler so viele Stunden weniger für den Unterricht getan haben und dennoch die Mehrheit der Eltern mit den Aktivitäten während der Schulschließung zufrieden waren? Können die Eltern etwa generell mit weniger Unterricht und Lernen leben? Das ist eine spannende Frage, ist wirklich interessant. Ich meine, das ist halt, zum einen sehen wir auch, dass das sozusagen zwei Drittel der Eltern sagen, wir wissen, dass unser Kind viel weniger gelernt hat. Sie sagen aber jetzt, wie wir mit der Situation zu Hause in der Familie zurechtgekommen sind, sagen fast alle, das ist eigentlich ganz gut gelaufen. Das ist eigentlich die positive Nachricht. Wenn wir dann anschauen, wie zufrieden die mit den Aktivitäten der Schulen waren, dann muss man wissen, in diesem Bereich, dass Eltern oder überhaupt Personen vor Ort lokal ihre Schulen immer wesentlich besser benoten als alles andere. Wir haben in Vorjahren in dem Bildungsbarometer zum Beispiel mehrmals diese Frage gestellt, wie bewerten Sie Ihre Schulen vor Ort, dann wie bewerten Sie die Schulen in Ihrem Bundesland und dann wie bewerten Sie die Schulen in ganz Deutschland. Wenn man davon die Durchschnittswerte nimmt, müsste das ja eigentlich logischerweise identisch sein, ist es aber nicht, sondern im Durchschnitt werden die Schulen vor Ort viel besser bewertet, als wenn dieselben Leute sagen, wie ist der Durchschnitt sozusagen der Schulen in Deutschland. Das heißt, man hat die Tendenz, den Schulen vor Ort eigentlich ein bisschen besseres Zeugnis auszustellen und zu sagen, wir haben eher insgesamt in Deutschland ein Problem mit den Schulen. Und vor diesem Hintergrund ist die Tatsache, dass nun doch 39% der Eltern explizit sagen, sie sind sehr oder eher unzufrieden damit, wie die Schulen in dieser Zeit mit umgegangen sind, schon eher ein recht schlechter Wert. Okay, vielen Dank. Und ja, Frau Werner. Vielleicht, ich meine, es ist ja auch zu bedenken, dass wir uns in dieser Krise alle sehr bewusst waren, dass es eben außergewöhnliche Umstände waren und die Befragten wahrscheinlich bei dieser Bewertung der Schulen schon auch die Herausforderungen mit einbeziehen, vor denen die Schulen eben gestanden sind. Das heißt, wenn jetzt die Geduld der Bevölkerung eben irgendwann ausläuft, kann sich das, denke ich, auch umdrehen. Gut, vielen Dank. Ich habe auf meiner E-Mail, ich aktualisiere sie nochmal, jetzt keine weitere Frage. Bei mir ist es 48. Wir hätten noch 12 Minuten für Ihre Fragen, wenn Sie das wollten. Ich verweise darauf, hier kommt eine kleine Werbedurchsage, dass wir Anfang September schon die nächste Online-Pressekonferenz haben und dann zu den anderen Ergebnissen des IFO-Bildungsbarometers. Also wenn Sie daran teilnehmen möchten, dann freuen wir uns darüber. Das ist allerdings noch ungefähr 4 Wochen hin. Jetzt kommt Herr Decker nochmal mit einer Frage. Wäre das dann nicht schon viel besser, wenn die ganze Klasse in Bildfotos anwesend ist? Das war jetzt die Frage zu, glaube ich, Gruppenunterricht im Online. Bildfotos. Wenn das sozusagen nicht bewegende Bilder sind, dann weiß ich nicht, dann kann das vielleicht ein bisschen motivieren, dass man zumindest sieht, es gibt ja auch andere Kinder, die jetzt dabei sind, das könnte helfen, aber sozusagen für die Interaktion natürlich nicht. Gleichzeitig haben wir ja in vielen Bereichen gesehen heute, dass wir sehr schnell alle Leute es geschafft haben, umzustellen auf solche Videokonferenzsysteme, wo man auch die anderen sieht. Und ich glaube, in so einem Klassenverband, das kriegt man eigentlich schon noch auf einer Seite abgebildet. Das heißt, wenn das halbwegs funktionieren würde, was es in allen anderen Bereichen ja tut, dann könnten sich die Kinder auch gegenseitig sehen. Und ich glaube, das ist ein bisschen motivierender. Man sieht, die anderen sind auch da, müssen auch mitmachen. Dann muss ich auch dabei sitzen und aufpassen. Ich glaube, das wäre schon wünschenswert, wenn wir dahin kämen. Und wir wissen ja, dass das technisch nun überhaupt kein Problem ist. Es ist auch so, wir wissen das halt vielfach gerade von zumindest Kindern in den weiterführenden Schulen. Die haben ja zumindest alle Handys und sind eigentlich nachmittags im Dauerchat mit ihren Freundinnen und Freunden. Das heißt, die machen das alle. Es wäre kein Problem, das auch für die Schulzeit am Vormittag in der gleichen Weise zu nutzen, wenn man das wirklich wollte und einfach sagt, wir machen das jetzt. Gut, und hier kommt noch eine Frage von, keine Antwort, sondern eine Frage von Tim Bure, audiovisuelle Produktion, da weiß ich jetzt nicht, wo er sitzt, aber wie kann eine Benotung der Schülerinnen und Schüler im Homeschooling sinnvoll und objektiv überhaupt erfolgen? Das ist eine Frage, mit der sich gerade einige auseinandersetzen.
Es ist, glaube ich, richtig, dass in der Zeit, wo die Schulen jetzt geschlossen waren, da eine Benotung nicht wirklich hätte stattfinden können, hat ja auch komplett nicht stattgefunden. Wenn wir jetzt zunächst mal wieder in den Regelbetrieb gehen, dann stellt sich zum Glück erstmal die Frage nicht, weil wir jetzt dann wieder vor Ort sind, aber die Frage wäre eben, wenn dann wieder längerfristig in einzelnen Verbänden oder auch großflächiger geschlossen werden müsste, dann stellt sich in der Tat diese Frage. Und ich glaube, es ist extrem wichtig für die Motivation der Kinder und Jugendlichen, dass wir jetzt auch zum Regelbetrieb in Bezug auf die Klassenarbeiten, Klausuren und Benotungen zurückkommen. Weil es ist eben so, dass das ein großer Anreiz ist für Kinder und Jugendliche, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn der komplett wegfällt, das war sicherlich eins der Gründe, warum wir so einen großen Einbruch jetzt gesehen haben. Wie das dann konkret gehen kann, da sind jetzt Überlegungen, wie man das auch online machen kann. Da muss man halt sicherstellen, dass die jeweilige Person das selber macht. Aber ich glaube, auch da haben wir sozusagen in verschiedenen Bereichen gibt es jetzt schon Erfahrungen, die durchaus funktionieren. Ist natürlich ein bisschen schwieriger, als das vor Ort zu machen. Die Alternativen sind individuelle mündliche Prüfungen mit der Lehrer mit den Kindern. Das kann da nicht so häufig stattfinden, aber könnte man sicherlich auch machen. Die weitere Alternative ist, zumindest bei den größeren Kindern oder wenn das insgesamt geht, wir haben gesehen, dass die Abschlussprüfungen in den verschiedenen Schularten, auch im Abitur, ja alle komplett wie geplant stattgefunden haben. Das heißt eben, wenn wir die Schulen zugemacht würden, wir aber ansonsten sicherstellen können, dann haben wir ganz viel Platz, dann haben wir die Turnhallen da, dann könnten wir sozusagen nur für Klassenarbeiten die Kinder mit dem entsprechenden Abstand und mit der entsprechenden Organisation, dass sie ja vorher nicht zusammenstehen, für die Klassenarbeiten in die Schulen bringen, mit großem Abstand in die Turnhalle setzen, die Klassenarbeiten schreiben lassen und wieder nach Hause gehen, wäre auch eine Möglichkeit, das, glaube ich, relativ reibungslos durchführen zu können. Hier kommt dann noch eine Frage von Gabriele Intemann, das ist Radiogemeinschaftsredaktion der ARD, auch aus Berlin. Herr Wörsmann, können Sie die Einschätzung zu den möglichen langfristigen Auswirkungen auf Chancen auf dem Arbeitsmarkt, Einkommenseinbußen nochmal ausführen? Wie kommen Sie zu der Einschätzung und in welchen Dimensionen erwarten Sie die Einbußen? Dazu hatten wir ja kürzlich eine Pressemitteilung, wenn ich mich vage daran erinnere. Ja, wir haben da, also genau, wenn das vertieft interessiert, haben wir im Mai dazu eine Studie rausgebracht, die Sie sicherlich finden. Das sind die Folgekosten unzureichender Bildung. Da können Sie das im Detail nachlesen. Es ist also so, dass die bildungsökonomische Forschung in diesem Bereich sehr viele Studien es gibt, die versuchen eben Bildung in der Schulzeit mit späterem Arbeitsmarkterfolg zusammenzubringen. Und ein Teil der Arbeiten versucht eben tatsächlich das zu messen, was man in der Schulzeit lernt, Kompetenztests, Mathematik, Naturwissenschaften, denken Sie an sowas wie einen PISA-Test. Und das dann entweder, da gibt es etliche Studien in den USA, die individuellen Schüler sozusagen mit 16 oder 17 testen und die dann 10 Jahre später im Arbeitsmarkt wieder beobachten und schauen, wie viel verdienen die dann. Oder, und das gibt es auch für Deutschland, man macht eben Tests der Kompetenzen von im Erwachsenenalter und kann dann gleichzeitig gleich beobachten, wie viel man dort verdient. Und interessanterweise kommen diese Studien zu ganz ähnlichen Ergebnissen. Und für Deutschland ist das dann eben so, dass man umbei sagt, dass das, was so im Durchschnitt eigentlich normalerweise in einem Schuljahr gelernt wird, an Testpunkten sozusagen, das geht um und bei mit rund 10% höheren Erwerbseinkommen später im Arbeitsmarkt einher. Und daraus kann man jetzt ableiten, wenn jetzt wirklich, ich sag mal, ein Drittel Schuljahr an Lernen komplett ausgefallen wäre, das ist eine Wenn-Dann-Aussage, dann würde eben ein Drittel davon, also 3-4%, im Durchschnitt, ist auch nur eine Durchschnittsaussage, an Erwerbseinkommen, aber dann über das gesamte Berufsleben verloren gehen. Wie gesagt, wir können aus unserer Studie jetzt nicht ableiten, wie viel an Lernen verloren gegangen ist. Was wir schon sehen, ist, dass es sicherlich große Unterschiede geben. Es wird einige Kinder geben, bei denen die wahrscheinlich fast genauso viel gelernt haben wie im normalen Schulbetrieb, und dann würden wir jetzt auch keine Einkommenseinbußen erwarten. Es wird aber auch Kinder geben, die sich, wie wir sehen, so gut wie gar nicht mit Schule beschäftigt haben. Und in dem Bereich wissen wir leider, dass Stillstand Rückschritt ist. Das heißt, Kinder vergessen auch sehr viel. Es gibt zum Beispiel Studien, die machen diese Tests direkt vor den Sommerferien und direkt nach den Sommerferien in Ländern wie USA oder Kanada, wo es sehr lange Sommerferien, 10, also 2,5 bis 3 Monate gibt. Und da sieht man doch extreme Rückgänge in den Lernständen in der Zeit, wo die Schulen geschlossen sind. Soll heißen, wenn es jetzt wirklich so ist, dass sich diese Kinder jetzt hier monatelang wirklich nicht mit Schule beschäftigt haben, dann müssen wir davon ausgehen, dass es nicht nur Stillstand, sondern Rückschritt gibt, dann könnten die Einbußen sogar noch größer sein.
Okay, vielen Dank. Herr Schmidhäusler hat noch eine Bitte. Ich glaube, er schneidet gerade die Pressekonferenz mit, also den Ton, und er möchte gern, dass Sie noch einmal die drei wichtigsten Erkenntnisse der Studie auf den Punkt bringen, damit er das in seinen Beitrag einbauen kann. Ja, wir sehen, glaube ich, als erste wichtigste Befund, dass eben die Lernzeit, die Zeit, die Kinder täglich mit schulischen Dingen sich beschäftigt haben, sich halbiert hat während Corona. Das war vor Corona knapp 7,5 Stunden und ist jetzt während Corona auf gut 3,5 Stunden im Durchschnitt zusammengeschrumpft. 38% der Schülerinnen und Schüler haben höchstens 2 Stunden am Tag sich mit schulischen Dingen beschäftigt, 74% höchstens 4 Stunden. Gleichzeitig sind in dieser Zeit vor allem Tätigkeiten wie Fernsehen, Computerspielen und Handy sehr deutlich angestiegen, von 4 Stunden vor Corona auf 5,2 Stunden während Corona. Das heißt also, in der Corona-Zeit haben die Kinder 1,5 Stunden mehr mit Computerspielen und ähnlichen Dingen verbracht als mit schulischen Aktivitäten. Wir sehen dann, was den schulischen Bereich betrifft, dass die Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler seltener als einmal pro Woche gemeinsam Online-Unterricht hatte. Für 45% war das nie der Fall. Nur 6% hatten das täglich. Und individuelle Kontakte zwischen den Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern gab es noch seltener. Das sind vielleicht eine der wichtigsten Befunde aus diesen Bereichen, was eigentlich in der Zeit, wie die Kinder die Corona-Zeit verbracht haben und wie die Zeit der Schulen in diesem Bereich aussah. Okay, vielen Dank. Im Moment liegt mir jetzt keine Frage mehr vor, aber da dieser Satz ja erst in 30 Sekunden bei Ihnen ankommt, spreche ich jetzt ganz langsam, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, nochmal eine Frage zu formulieren. Bei mir ist es 57, wir hätten also noch 3 Minuten für Ihre Fragen an Schulz mit tz@ifo.de. Rechtschreibung ist wichtig, weil das sonst bei einem pensionierten Kollegen landet. Okay, hier passiert nichts mehr. Dann würde ich mich jetzt bei Ihnen herzlich bedanken, erstmal für die spannenden Erkenntnisse, die Sie uns geliefert haben. Und ich bedanke mich natürlich bei Ihnen für Ihr Interesse. Und wie gesagt, das nächste Bildungsbarometer oder das richtige, wahre, wirkliche Bildungsbarometer kommt dann Anfang September wieder mit einer Online-Pressekonferenz hier von